Fünf Ideen aus dem Buch Erfolg durch positives Denken von Napoleon Hill. Idee Nummer 1. Um erfolgreich zu sein, braucht man eine positive Einstellung. Eine positive Einstellung besteht hauptsächlich aus Eigenschaften wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Hoffnung, Optimismus oder Mut. Jemand, der über eine positive Einstellung verfügt, nimmt verstärkt die Chancen wahr, die sich ihm ergeben und zieht positive Dinge geradezu an. Dagegen fokussiert sich derjenige mit einer negativen Grundeinstellung verstärkt auf Probleme und wird schneller aufgeben. Nur mit einer positiven Grundeinstellung ist man in der Lage, aus Fehlschlägen zu lernen. Nur dann kann man aus einer Enttäuschung einen Nutzen ziehen, indem man die Unzufriedenheit als Inspiration und Motivation für sich nutzt. Ein Mensch mit einer positiven Grundhaltung fragt sich nicht, ob er sein Ziel erreicht, sondern er fragt nur, wie er es erreichen kann, weil er fest davon überzeugt ist, erfolgreich zu sein. Trotz aller Fehlschläge, die man auf dem Weg zu seinen Zielen einstecken muss, darf man eines nie vergessen. Nur diejenigen haben bleibenden Erfolg, die es immer wieder mit einer positiven Einstellung versuchen und nie aufgeben. Idee Nummer 2. Der Ausgangspunkt jeden Erfolgs ist die Zielstrebigkeit. Hast du dich schon einmal gefragt, was deine Ziele sind bzw. was du wirklich willst? Die meisten Menschen haben keine schriftlichen Ziele. Sie haben kein klares Bild von der Welt, die sie gerne haben möchten. Jemand, der aber konkrete Ziele vor Augen hat, wird deutlich erfolgreicher sein. Es gibt viele Vorteile von schriftlichen Zielen, unter anderem die folgenden. Erstens, sobald man ein klares Bild von seinen Zielen hat, beginnt man unbewusst nach Möglichkeiten zu suchen, wie man sein Ziel verwirklichen kann. Man ist deutlich aufmerksamer und nimmt die Chancen um einen herum viel besser wahr. Zweitens, es fällt viel leichter, den geeigneten Kurs einzuschlagen und aktiv zu werden, weil man genau weiß, was man anstrebt. Drittens, man ist deutlich motivierter, teilt automatisch seine Zeit und sein Geld sorgfältiger ein und hat mehr Spaß daran, für seine Ziele zu arbeiten. Idee Nummer 3. Durch bewusste Autosuggestion kann man sein Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren. Mit Hilfe bewusster Autosuggestion kann man seinem Unterbewusstsein die richtigen Gedanken eingeben. Das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob etwas wirklich passiert ist oder etwas nur im Kopf stattgefunden hat. Wenn man sich also zweimal täglich in den Zustand hineinversetzt, wie es ist, seine Ziele bereits jetzt erreicht zu haben, dann nimmt es das Unterbewusstsein als wahr hin. Die Folgen daraus? Man sieht deutlich mehr Chancen, wie man seine Ziele erreichen kann, weil die Aufmerksamkeit gezielt auf diese Chancen gerichtet wird. Man beschäftigt sich gedanklich viel häufiger mit seinen Zielen und man verhält sich unbewusst anders, um seinen Zielen näher zu kommen. Da das Unterbewusstsein für den Großteil unserer Handlungen verantwortlich ist, ist die gezielte Beeinflussung des Unterbewusstseins laut Napoleon Hill eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren, die in diesem Buch vorgestellt werden. Idee Nummer 4. Nur angewandtes Wissen führt zum Erfolg. Man kann sich zahlreiche Bücher durchlesen, Videos auf YouTube ansehen und den ganzen Tag über seine Ideen sprechen. Das allein wird aber nicht zum Erfolg führen. Letztendlich kommt es immer darauf an, dass man handelt. Das Geheimnis, wie man seine Gedanken zur Wirklichkeit werden lassen kann, heißt also handeln. Wie schafft man es aber immer sofort zu handeln, anstatt zu zögern und sich Gelegenheiten entgehen zu lassen? Ganz einfach, man muss das sofortige Handeln zu einer Gewohnheit machen. Der Psychologe und Philosoph William James sagte dazu: Sähe eine Handlung und du wirst eine Gewohnheit ernten. Sähe eine Gewohnheit und du wirst einen Charakter ernten. Was er damit meinte ist, dass man die Person ist, die die Gewohnheiten aus einem machen. Eine gute Möglichkeit, sich zum sofortigen Handeln zu zwingen ist, indem man zu sich sagt, tu es gleich und man daraufhin sofort handelt. Wenn man erst einmal diesen Selbststarter mit dem sofortigen Handeln durch mehrfaches Wiederholen verknüpft hat, kann man es auch in Situationen verwenden, in denen man normalerweise dazu neigt, zu zögern. Idee Nummer 5. Um langfristig erfolgreich zu sein, muss man für ausreichend Erholung sorgen. Unser Körper und Geist halten umso mehr aus, je mehr man ihnen abverlangt. Wichtig dabei ist aber genauso, dass man sich ausreichend Ruhe und Entspannung gönnt, damit man sich wieder mit Energie aufladen kann. Wenn man die Erholung vernachlässigt, wird man vielleicht kurzfristige Erfolge erzielen können. Langfristig aber wird man sich erschöpft und unglücklich fühlen. Wenn man also bemerkt, dass der Energiepegel auf Null steht, dann muss man für ausreichend Erholung sorgen, indem man sich zum Beispiel unterhalten lässt, man Musik hört oder schläft. Nur bei einem guten Wechselspiel zwischen Spannung und Entspannung ist man ein glücklicher und ausgeglichener Mensch.
Das waren 5 Ideen aus dem Buch Erfolg durch positives Denken von Napoleon Hill. Wenn dir das Video gerade gefallen hat, dann abonnier doch unseren Kanal, lass uns einen Daumen nach oben da und schreib vielleicht einen kurzen Kommentar. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig verkünden zu können, dass wir in diesem Jahr in 6 verschiedenen Städten Community-Treffen veranstalten werden. Wann wir auch in deine Stadt kommen, erfährst du in unserer Facebook-Community. Der Link ist auch unten in der Box. Wir freuen uns auf dich.